Hohes Haus, geschätzter Herr Landeshauptmann, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich mit meiner eigentlichen Stellungnahme beginne, möchte ich auf eine Stellungnahme ganz kurz eingehen, weil es mich doch ein wenig gewurmt hat. Kollege Knoll, du hast uns im Wahlkampf versprochen, dass es mit dir als Landeshauptmann kein Ausländerproblem mehr geben würde. Dann hast du dich aber bei der eigentlichen Wahl des Landeshauptmanns, die hier im Saal stattfindet und nicht draußen bei der Bevölkerung, der Wahl nicht gestellt. Und heute hast du in deiner Stellungnahme gesagt, dass du willst mir vielleicht meine Vorfreude oder meine Kompetenzen madig sprechen. Die Zuständigkeiten liegen ohnehin beim Staat. Also ich kenne mich da jetzt wirklich nicht mehr ganz aus. Das würde bedeuten, mit dir als Landeshauptmann hätte Südtirol die Kompetenzen. Also das möchte ich einmal geklärt haben. Der Unterschied ist vielleicht, dass man mir in Rom eher zuhört, als es bei dir der Fall wäre. Aber ich darf dir heute schon signalisieren und garantieren, dass ich eine Landesrätin sein werde, die Zusammenarbeit sucht. Und wann immer du gute Ideen hast, die auch tatsächlich umsetzbar sind, wirst du bei mir nicht nur ein offenes Ohr haben, sondern auch eine offene Tür. Meine eigentliche Stellungnahme beginne ich ganz mit denselben Worten, wie ich sie auch schon bei der Wahl des Landeshauptmannes begonnen habe, dass ich lange genug in der Opposition war, um zu wissen, dass man als Opposition von Natur aus einem Koalitionsprogramm, einer Koalition, der man nicht angehört und nicht angehören will, nicht zustimmen wird. So weit, so gut. Weil ich natürlich letzthin oft auch den abstrusen Vorwurf gehört habe, die Freiheitlichen hätten sich im Übergang von der Opposition zur Regierung gewendet wie ein Blatt Papier, habe ich mir die freiheitlichen Stellungnahmen zu vergangenen Regierungen angesehen. Wir Freiheitlichen haben stets zu Recht bemängelt, dass weltanschaulich einiges zu kritisieren und auszusetzen sei, dass das Programm die verkehrte politische Richtung einschlägt und Probleme verstärkt werden, anstatt diese zu lösen. Und die Geschichte gibt uns diesbezüglich ja recht. Und ja, wir waren über eine sehr lange Zeit die einsamen Rufer in der Wüste, die einzigen, die zu bestimmten Missständen Stellung bezogen und bessere Vorschläge unterbreitet haben. Und das warst du, der uns deswegen hier im Landtag mehr als einmal beschimpft und gerügt hat. Wir haben allerdings keine Dinge in ein Programm hineininterpretiert, die faktisch nicht haltbar sind. Und auch das haben wir in den letzten Tagen ganz oft wahrgenommen, wie einen angeblichen Faschismus oder eine Klimaleugnung. Und wir haben ein Regierungsprogramm als das gewertet, was es überall auf der Welt ist, nämlich eine grundsätzliche Einigung, die sich auf Werte und politische Richtungen bezieht. Es verlangen ja immer alle zu Recht eine wertebasierte Politik. Die Details in der Umsetzung eines Regierungsprogramms sind dann natürlich Teil der konkreten Regierungsarbeit. In keinem Wahlprogramm und in keinem einzigen Parteiprogramm stehen die Lösungen bis ins allerkleinste Detail fixiert. Ansonsten könnte man sich die konkrete Regierungsarbeit gleich sparen und das Programm in die Hände der Beamten geben. Wir Freiheitlichen haben da ein anderes Selbstverständnis und beharren auf die Souveränität des Politischen. Natürlich hätten wir Freiheitlichen lieber viel mehrere unserer Programmpunkte in diesem Koalitionsprogramm für Südtirol für die nächsten 5 Jahre wiedergefunden und am besten gleich alle. Und das kann der Landeshauptmann auch bestätigen. Und ja, Kollege Kölnsberger, es steht manchmal bei bestimmten Maßnahmen das Wort prüfen. Du musst aber auch dazu sagen, dass es besser ist, dabei zu sein und die Prüfung zu veranlassen, als eine Maßnahme als fix hineinzuschreiben, die dann vielleicht Chaos produziert.
Deswegen, für uns ist das Programm, so wie es formuliert ist, absolut nachvollziehbar und auch richtig. Wir haben allerdings keine absolute Mehrheit, wie auch sonst keine Partei in Südtirol, auch wenn sich manche so aufspielen, als seien sie die Wahlgewinner und als würden sie das Land morgen übernehmen können. Man muss vielleicht auch einmal eine kritische Distanz zur eigenen politischen Blase einnehmen und endlich realistisch an die politische Praxis herantreten und politische Verantwortung auch übernehmen wollen, anstatt nach Ausreden zu suchen, wieso man zu den Opfern gehört. Die freiheitliche Programmatik in diesem Regierungsprogramm kann sich deshalb sehen lassen. Das hätten uns nicht einmal unsere kühnsten Kritiker von links außen zugetraut. Der Umstand, dass dieses Programm wesentliche freiheitliche Programmpunkte endlich in die politische Praxis umsetzt, ist nicht nur ein Novum in der Geschichte Südtirols, sondern ich würde fast schon von einem Triumph für Südtirol als Ganzes und eine regelrechte Revolution auch für Südtirol sprechen. Manche Dinge nämlich werden mit dieser Landesregierung prinzipiell anders laufen und in meinen Augen auch besser gemacht werden in diesem Land. Und das wird jeder, dem es tatsächlich auch sowohl um das Wohl des Landes als auch um die Sache geht, auch eingestehen müssen. Eines kann ich hier auch gleich garantieren: Als Freiheitliche werden wir herausfordernd für die gesamte Regierungsmannschaft sein, weil wir genauso hartnäckig die Umsetzung unserer Programmpunkte verfolgen werden wie die Erstellung des Programms. Und auch das wird ein Novum sein in der politischen Geschichte Südtirols. Diesen Anspruch will ich auch programmatisch untermauern. Soziale Sicherheit durch leistbares Wohnen und öffentliche Sicherheit werden zentraler Bestandteil einer neuen Politik, die für einen sozialen Patriotismus in Südtirol steht. Wir werden in Sachen öffentlicher Sicherheit politische Akzente setzen und die öffentliche Sicherheit, die derzeit objektiv betrachtet, und da bin ich bei dir, in weiten Teilen in unseren Städten nicht mehr gewährleistet ist, in den Mittelpunkt unserer Politik stellen. Wir werden die Finger in die Wunde legen, zu den Brennpunkten hingehen, uns auch nicht zu schade sein, die Dinge beim Namen zu nennen, auch unkonventionell arbeiten, für Überraschungen gut sein und politische Lösungen suchen, die mitunter auch hart sein werden. Härte, wo notwendig, ist das eine, soziale Wärme das andere. Wir bürgen für eine soziale Wärme eben auch für unsere Leute in Südtirol. Das leistbare Wohnen wird natürlich nicht von heute auf morgen umgesetzt sein. Dazu wird es realistisch betrachtet etwas mehr als 5 Jahre brauchen. Wir werden aber heute statt morgen die wesentlichen Weichenstellungen setzen, damit jene, die sich heute schwer tun, die eigenen 4 Wände zu finanzieren, leichter tun und Südtirol wieder sozial wärmer und wieder Heimat wird. Für jene Generation, die Südtirol aufgebaut hat, aber genauso auch für jene Generation, die die Zukunft dieses Landes ausmachen soll, werden wir uns ordentlich ins Zeug legen. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, gerade in den Bereichen öffentliche Sicherheit und leistbares Wohnen, die extrem herausfordernd sind, das wissen wir. Und bei denen sich viele, das möchte ich auch betonen, um die konkrete Verantwortung winden, weil es einen hohen Erwartungsdruck gibt, weil die schnellen Lösungen eben nicht möglich sind und weil es einfacher ist, auf andere zu schimpfen. Manche sagen auch, bei diesen Themen könnte man nur verlieren. Selbstaufgabe ist für uns aber keine Option, sondern nur die stete Auseinandersetzung für eine bessere Zukunft. Wir werden auch ganz bestimmt nicht den Kopf hinhalten für die groben Versäumnisse der letzten 20 Jahre, für die ich die vergangenen Regierungen, aber auch Teile der Opposition verantwortlich mache, weil alle gerne weggeschaut und es lange Zeit uns Freiheitlichen überlassen haben, zu sagen, was Sache ist. Genauso wie die Grünen, die sowohl in Deutschland als auch in Österreich regieren, nicht das globale Klima retten werden, werden wir auch nicht die öffentliche Sicherheit vollständig wiederherstellen können. Dazu läuft global zu viel falsch.
Dazu lässt Europa eine völlig unkontrollierte Zuwanderung zu. Dazu wird in Brüssel immer noch die falsche Politik verfolgt. Dazu fehlen uns als Land Südtirol bis dato die Kompetenzen. Dazu gibt es viel zu viele Meinungsmacher, die immer noch vertuschen, und Richter und Exekutivbeamte, die scheinbar walten lassen. Und dazu gibt es viel zu viele Brandherde und Konflikte in der Welt und an den Grenzen Europas. Wir werden wohlgemerkt nicht die Weltpolitik ändern. Es wird nach wie vor kriminelle Übergriffe geben in Südtirol, für die nicht wir, sondern jene verantwortlich sind, die 20 Jahre lang weggeschaut haben. Wir werden aber politisch einschreiten, eine konkrete Sicherheitspolitik garantieren und stückweise unsere öffentliche Sicherheit auch zurückgewinnen. Eines sage ich aber in aller Klarheit: Schlussendlich brauchen wir auch eine andere Politik in Rom und in Brüssel, und die kommenden Wahlen werden hierzu die Grundlagen schaffen müssen. Etwas Weiteres ist dann auch noch gewiss: Wir werden auch für die Opposition herausfordernd sein. Die Abstimmungen zu unseren zentralen Punkten zur öffentlichen Sicherheit und zum leistbaren Wohnen, die werden kommen, wie auch weitere freiheitliche Programmpunkte. Diese werden nicht nur aus oberflächlichen Parolen bestehen, sondern realistische und effiziente Maßnahmen für Südtirol, für unsere Heimat umfassen und vorsehen. Manchmal werden wir auch mit viel Widerstand rechnen müssen. Das gehört dazu, und das sind wir in all diesen Jahren auch längst gewöhnt. Wir werden aber ein Bekenntnis für ein sicheres und soziales Südtirol verlangen, auch von der Opposition, und zwar eher früher als später. Mit Worten allein ist es nicht mehr getan. Es geht um politisches Bekenntnis und um Handlungen für unsere Heimat und für unser Südtirol. Alles andere können wir uns heute auch nicht mehr leisten. Und deshalb erwarte ich mir Verantwortungsbewusstsein und guten Willen. Wir erkennen den Ernst der Lage, wir nehmen die Verantwortung für unsere Heimat wahr und wir freuen uns auf die Herausforderungen, für die Südtirolerinnen und Südtiroler arbeiten zu dürfen. Lassen Sie mich abschließend sagen, ein klein wenig ist es für uns so, wie für Jannik Sinner im Finale der Australian Open. Wir übernehmen mit Rückstand und es liegt effektiv einiges im Argen. Wir werden aber alles unternehmen, um das Spiel zu übernehmen und uns Punkt für Punkt nach vorne zu kämpfen, um wieder ein allgemeines Gefühl zu entwickeln in der gesamten Gesellschaft, bei dem man stolz ist auf Südtirol. Vielen Dank.